Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt. Und ja, wir sitzen hier mit der Liv und eine wollten wir ansehen. Liv, willst du mitfahren? Ja, dann fahr ich doch ein paar Runden mit. Ich muss ein paar Dinger noch machen, sonst wird Ole böse. Ja, ich komme nicht rein. Ach, scheiße. Ich kann doch nach Hause gehen. Das ist nur ein Einsitzer. Ne, komm. Wir kriegen einen Kaffee trinken. Warte mal ganz kurz. Ole? Jupp. Leider ist mir arbeitlich was dazwischen gekommen und so. Ich hab da, weiß ich auch nicht, irgendwas stimmt da mit dem Traktor nicht. Ich muss gleich mal eben gucken und dann, wenn du da schon mal oben bist, eben ansehen. Okay. Ich bin aber kein Abmeldung. Achso, diese Richtung Reparatur. Okay, alles klar. Dann komme ich gleich hoch, ja. Ja. Und streiche noch mal ein bisschen die Kühe. Die Schweine kannst du streicheln, ja. Wenn ich schon am Hof bin, dann kannst du die Schweine auch noch mit streicheln, ja. Nee, nee. Ich komm. Ich mach die Stadt. Oh, warte, muss kurz meinen Hund füttern, Liv. Ah, oh, Merkel. Der hat schon so lange nichts mehr zu essen gekriegt. So. Hallo, Merkel. Oh. Jetzt hätte ich fast den Hochdruckreiniger eingeschaltet. Das wäre ein bisschen komischer geworden. Ja, Miguel wollte den schon nachspritzen mit dem Hochdruckreiniger. Oder die. Ja. Dann wird er auch mal gescheit sauber. So, willst du einen Kaffee, ja? Aber Kaffee klingt immer gut. Ja. Mach mal ganz kurz. Ole! Jo. Wo ist der Kaffee? In der Küche, rechts. Ah, da, ich hab's. Ich hab's. Ja. Da, in dem. So. Hier noch, da. So. Bitteschön. Dankeschön, Fritze. Und was macht die Kunst? Was machst du so? Oh, ist gerade ein bisschen stressig. Pferdekrank und so, aber. Pferdekrank? Ja, gerade ein bisschen schon, aber es geht schon, ist nicht so schlimm. Nur okay. Ein bisschen. Ein Pferd hat sich im Huf verletzt und es ist alles ein bisschen ein Theater jetzt mit Boxenruhe und so. Ach so? Das tue ich meinem Pferd eigentlich nicht so gerne an, sie einzusperren, aber wenn es halt krank ist, dann ist es manchmal ein, zwei Tage stillstehen besser. Das glaube ich wohl. Wie hat es sich denn verletzt? Vermutlich einfach beim Rumtoben auf der Weide passiert das manchmal. Oder kann passieren, wenn sie sich vertreten oder so. Rumtoben? Was toben die denn da rum? Ach, wenn die da, keine Ahnung, auf der Weide rumspielen oder die freuen sich auch mal, wenn das Wetter schön ist. Oder mit ihren Freunden spielen. Mit ihren Freunden, ja. Ja, das stimmt wohl. Wann sind die denn bereit zum Verkaufen oder verkaufst du die nicht mehr? Ja, ich verkaufe die eigentlich nicht mehr. So. Und das Geld kommt quasi darüber rein, dass die Besitzer, die mir ihre Pferde quasi zum Training gegeben haben, mir täglich Miete zahlen quasi. Ach so. Und halt Turniereinnahmen, das ist quasi so mein Geld. Ja. Ja, ich will mir jetzt auch den BMW kaufen. Willst du auch einen BMW kaufen? Ja. BMW ist ein schönes Auto, ne? Ja, total. BMW ist meine Lieblingsmarke. Echt? Oh, Fritzl. Ja. Das finde ich so toll. Meine auch. Nein, es gibt nichts Schöneres als BMWs. Ja. Das stimmt wohl. Ich habe dich gerade sehr, sehr in mein Herz geschlossen mit dieser Aussage. Ja, Fritzl, das geht mir auch so. Aber es gibt echt nichts Schöneres als ein BMW. Richtig schön geputzt und oh, dieses Geräusch. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Ja. Jetzt kaufen werden. Ich weiß nicht, ob ich damit fahren kann, aber es wird schon gut gehen. Passt schon. Gibt eine gute Feuerwehr hier. Das geht schon. Ach stimmt. Ich habe letztens gesehen, du bist beim Notarzt. Ja, richtig. Ich wollte jetzt zum Notarzt dann oder zur Notärztin, besser gesagt. Ach so, vom Schlag oder was? Ja, vom Herrn Bayer. Vom Herrn Bayer. Genau, weil ich eine Notarztausbildung hatte mit meiner Feuerwehrausbildung zusammen und so. Deswegen bin ich jetzt der Notarzt. Ich war letztens beim Erste-Hilfe-Kurs. Oh, nicht schlecht. Soll ich dir was erzählen? Was? Ich habe Ärger gekriegt da. Oh, wieso? Pass auf. Du musst ja diese Puppen da rummachen. Weißt du, ja. Herzrhythmusmassage. Ja. Und dann musst du ja atmen und so. Und da war auch ein Defibrillator, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, mit dabei. Und das spricht, also das sagt dir genau, was du machen musst. Ja. Und dann sagt er dir, jetzt schocken. So. Und ich habe nicht auf den Knopf gedrückt, weil er gesagt hat, wir sollen da nicht drauf drücken. Dann hat er die Elektroden abgemacht, die da so an der Seite und obendrauf da so geklebt sind. Aha. Dann habe ich an den Nippel gespielt.
Oh, dann hatte ich Puppenverbot. Ach, Fritzel. Hast du es so dringend nötig, oder was? War eigentlich nur Spaß. Alle haben gelacht, aber der Typ fand es nicht so toll. Ja, das ist Puppenbelästigung. Geht's noch? Puppenbelästigung. Also, Fritzel, hast du es so dringend nötig, oder was? Nee, ich hab mich unter Kontrolle. Also, die armen Puppen. Puppen sind cool. Moin, geht's noch? Ach, hi, Ole. Hier los. Hallo, Ole. Wir trinken Kaffee. Lange nicht mehr gesehen. Ja, ne? Ja, wie auch. Ich bin ja am Rödeln hier, rund um die Uhr. Ja, das tut mir sehr leid. Schmeckt's? Ole, es ist... Wo steht der Schlepper denn? Es ist nicht das, wonach es aussieht. Nein! Okay, ich guck weg. Der Schlepper steht oben am Feld. Auf Feld 12. Okay, alles klar. Ich habe schon geschafft, eine Bahn anzusehen. Oh, ehrlich? Okay, ja. Dann schaue ich mal, ob ich den Rest schaffe. Ciao. Ja, tschüss. Ups. Jetzt weiß er, dass ich nicht arbeiten wollte. Na, der Ole ist toll. Ja, Ole ist cool. Ole geht schon klar. Was ist eigentlich dein Lieblingsgetränk? Also so, ich meine, an normales Trinken. Kein Tee oder Kaffee. Ich sag mal so, sowas wie Cola oder Eistee. Was trinkst du da am liebsten? Aber ich muss sagen, ich bin da ein Wasserkind. Also ich trinke eigentlich hauptsächlich Wasser als gesund. Echt jetzt? So, weißt du? Ja, ich bin da tatsächlich sehr Wasserkind. Okay. Seit meiner Kindheit und deswegen irgendwie... Ich bin ein Wasserkind. Ach so. Ja, ich frage nur, weil wegen für unseren Netflix-Abend, damit ich da noch was zu trinken dann für dich holen kann. Aber wenn du Wasser trinkst, dann... Das habe ich ja hinter so. Hallo, Ringele. Hallo, Herr Ringele. Wie kann ich dir helfen? Was machen die Kühe? Ja, die spritzen gut Milch, ne? Kann mich nicht beklagen. Sind die Kleinen schon geboren? Ich hab dir doch nochmal 20 Trächtige geboren. Ich mein schon, da sind ein paar. Mahlzeit. Da sind ein paar geboren. Da sind ein paar geboren, ja. 1, 2, 3 habe ich. Ja, ich hab 3 Kinder. Sehr schön. Bis jetzt. Brauchst du nochmal welche? Ich hab heute noch mit Ole drüber gesprochen, also wir würden auf jeden Fall noch welche nehmen, ja. Aber Trächtige weiß ich nicht, ob ich noch zusammenkriege, aber egal, oder? Das wäre egal, Hauptsache spritzen Milch. Jo, wie viel denn? Das ist eine gute Frage. Wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt 59. Keine Ahnung, ich würde nochmal 41 nehmen. Hast du so viel Kapazität? Ja, eigentlich schon. Ja. Ja, da passt ja, dass ich gerade mit dem LKW da bin. Ich würde mir dann eine 4-Anhänger mitnehmen. Ja, mach das mal. 41. Ja, wie teuer, wie liegt der Preis denn da? 4000 normale Kuh. Wenn 4000. Du keine trächtigen möchtest. Nee, trächtige muss nicht sein. Warte mal, ich guck mal, dann wären wir bei 41. Wären wir da bei 164.000, ja, dann schenke ich dir eine, würde ich sagen 160.000. 160.000. Das ist eine Kuh geschenkt quasi. Warte mal ganz kurz, dann muss ich mit Ole abklären. So. Ole! Jupp. 160.000 für 41 Kühe? Puh. Ja. Da müssen wir aber, haben wir aber fast doppelt so viele dann, ne? Dann halten wir genau... 90, ja. Nee, dann hätten wir genau 100. 100, okay. Meinst du, packen wir? Jo, wenn du meinst, wir schaffen das mit dem Füttern, okay. Von mir aus. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Ja, kriegen wir Milch. Kein Problem. Wie ist das denn mit dem Diesel da? Hast du was geregelt da? Ah, nee, muss ich gleich noch hoch. Mache ich nachher, wenn ich die Lift nach Hause bringe. Okay, nur dann. Jo, dann mach er. Ja, oder? Machen wir so, Ringele. Okay, 41. 160.000. Wenn du mal Futter brauchst oder so, das ist zwar dann Biofutter, aber ich habe immer was auf Halde auch, ne? Also ob das Biofutter ist oder so, wäre mir egal. Ja, aber ich habe immer was auf Halde, falls du mal ein Notarmann ist. Das hört sich gut an. Bevor sie verhungern, dann lieber das ein bisschen teurere Biofutter. Ja, da hast du recht. Das Problem ist, beim Landhandel ist keine Sau mehr da. Ja, irgendwie echt ganz schlimm da oben. Ich bin auch die Hälfte der Zeit, wenn ich da oben ankomme, ist keine Sau da. Ja. Du auch, Josef, ne? Ja, ist nie einer da. Ja. Na gut, wir wollen euch nicht weiter stören. 41 Kühe, weiß ich Bescheid, ich nehme den Anhänger mit. Willst du jetzt schon bezahlen? Dann haben wir das fest. Ja, bezahle ich jetzt eben. Dann reicht das bei mir in Steuern ein. Auf den 3.3. Ja. Ja, habe ich überwiesen. Jo, danke. Alles klar, dann danke dir, dann auch noch viel Spaß. Jo, danke, Ringer. Dankeschön. So. Servus. Tschüss. So, Entschuldigung, Liv, hier sind wir viel los manchmal. Ach, Geschäfte gehen vor. Jo,
Ja, genau, wegen einem Netflix-Abend. Deswegen hätte ich dann schon mal was zu trinken geholt, aber. Ach, so ein Wein darf schon mal sein. Was für ein Wein? Hochprozentigen? So einen richtigen, ich sag mal, weiß ich nicht, Wein. Also ich trinke gerne Weißwein. Weißwein. Alles andere ist mir egal. Okay. Trocken, trocken, trocken ist auch wichtig. Und dann ist mir es wurscht, der Rest. Also Ola hat da hinten bei sich Weißwein-Wodka-Gemisch. Tut zwar normaler Wein nicht auch. Klar. Ich weiß ja nicht. Nein, 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 voll nur Spaß. Wir können auch normalen Wein hier. Also ich habe auch normalen Wein hier, so wie ich sage. Wir machen uns einen gemütlichen. Ja, was schaust du denn auf Netflix so? Ja, das hätte ich dich entscheiden lassen. Oh. Oh, es dauert dann aber lange. Ich bin eine Frau, du weißt doch. Ja, aber das ist wie mit den Klamotten. Ja, ich glaube, du guckst meine Serie nicht. Was schaust du denn? Ich schaue dann sowas wie. Ich hatte das schon mal gesehen, aber bin gerade nochmal von vorne mit angefangen. Mit Spartacus zum Beispiel. Finde ich sehr, sehr cool. Oder was gucke ich gerade? South Park, aber ich glaube, das ist alles nichts für dich. Also South Park kenne ich zumindest, aber das andere habe ich noch nicht gesehen. Two and a Half Men, bin ich auch mit angefangen. Stimmt. Oh, und das stimmt. Scrubs. Das Scrubs, oh. Scrubs ist toll. Ja, Scrubs ist echt cool. Ja, mit den Folgen bin ich so immer zwischendurch am gucken. Immer wenn ich ins Bett gehe, suche ich mir eine Folge da eine Serie aus und gucke mir davon noch ein, zwei an. Okay, das ist cool. Ja, wir finden dann schon was. Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Wann willst du denn den Abend machen? Bitte? Wann willst du denn den Netflix-Abend machen? Was hältst du von Freitag? Freitag klingt gut, ja. Dann machen wir das Freitag. Okay. Klingt toll. Da freue ich mich drauf. Ich auch. Das wird schön. Willst du Chips oder so? Oder irgendetwas? Oh, Chips. Also ich bin kein Schokoladenmensch, sage ich gleich. Ich bin nicht so die typische Frau mit Schokolade. Ich bin ja sogar Chips-Mensch. Ich auch. Chips. Am besten so Lace-Chips oder so. Oh, Lace? Und das sagt mir jetzt gar nichts. Was ist das? Ist eine Marke und die ist so, also keine Ahnung, ich finde die Chips einfach nur, da könnte ich mich reinlegen. Also okay. Wirklich, könnte ich tütenweise futtern. Auf einmal, kein Problem. Lace. Chips. Musst du unbedingt mal probieren, die sind einfach nur saugeil. Ach, die, ja, doch, kenne ich, klar, die sind echt cool, ja. Die gibt's doch auch nur gesalzen, ne? Also, die gibt's in tausenden Geschmäckern. Ja, ich meine schon. Ja, habe ich auch schon gegessen, die schmecken wirklich gut, da hast du recht. Ja. Naja. Aber soll ich dich hochbringen? Ja, sehr gerne. Ich kann auch laufen oder den Bus nehmen, nein, oder so. Nein, 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 ich bring dich schon. Können wir noch ein bisschen was quatschen. Oh, mit deinem schönen BMW. Genau. So. Oh, ganz Gentleman. Dankeschön. Bitteschön. Ich bin hier fest. So. Ich muss aufpassen auf Merkel. Ich hab die schon beide ein paar Mal angefahren. Die springt aber auch ganz schön rum, oder? Wo sie gerade lustig ist. Nein! Oh Gott. Oh. Fritzel! Naja, du hast jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs, oder nicht? Ist ja genau. Nicht so schlimm. Also Mund-zu-Mund-Behandlung kann ich gut. Und an der Puppe Nippel reiben. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob das dann auch so viel hilft, aber immerhin. Ja, vielleicht bringt das den Kreislauf im Gang oder so, man weiß ja nicht. Ja gut, natürlich. Soll ich dich hier bei ihm rauslassen oder soll ich dich zum Hof bringen? Ja, fahr mich zum Hof, der ist beschäftigt. Und störe ich ihn nicht bei der Arbeit. Obwohl, es ist, vielleicht ist er jetzt jemand im Landhandel da, das wäre echt schön. Soll ich mal gucken? Ja, wenn du mich beim Landhandel absetzen könntest, wäre das ja noch viel toller. Klar. Boah, ich fahre heute echt, als wenn ich betrunken wäre. Bisschen ja, Fritzel, hast du was getrunken? Nee, nee. Sicher. Also, ich glaube schon. Also, Harry ist hier, so wie es ausschaut. Das ist doch toll. Super, dankeschön, Fritzel. Ja. Dann einen schönen Abend dir. Wünsche ich dir auch, Niv. Tschüssi, bis Freitag. Bis Freitag.
Es wird gerast hier. Komm mal schnell mit dem Frontlader! Wo bist du denn? Ich bin auf Feld 13! 13 ist doch unseres. Ah ne, oben dran. Okay, ich komm. Ich muss gerade mit dem Schlepper runter, dann komm ich mit dem anderen. Ja. Oder geht der Radlader auch? Geht auch. Okay. Hauptsache, du bist schneller als der Polizist hier. Auf jeden Fall. Kein Aufsehen erregen. Bin unterwegs. Ohne. Hallo, Fritzel. Moin. Hallo. Moin. Ihnen geht's gut? Ja, mir geht's gut. Ein bisschen durchgeschleudert, aber sonst ist alles okay. Was ist denn mit dir passiert? Ja, weiß ich auch nicht. Ich wollte übers Feld abkürzen. Mit 200 km/h, da bin ich hier ein bisschen schleudern geraten. Ja, ich glaube. Wenn ich hier drüber fahre, das geht bestimmt kaputt. Ne? Fahren, BMW. Kannst du drüber fahren. Ich glaube, ein BMW ist doch nicht so gut für dich. Oh, scheiße, nein, ohne Ruhe. E-Stecher. Mist, hast du den umgebaut? Nee, ne? Hä? Nein, was? Den Siebener, ist der umgebaut auf Pflegebereifung? Nee. Ganz breiten Schlappen. Nein, ich meine unser Siebener. Aha. Ja, der hat Pflegebereifung. Okay, bis gleich. Brauchst du einen Bayer noch, oder? Nee, schul ihn bloß nicht. Nicht schon wieder was. Aber ich glaube, Diese Gerste hier in dem Umkreis kannst du eh nicht verfüttern. Warum? Ja, wenn dein Auto so auf der Seite, auf dem Dach liegt, dann kannst du vergessen, dass da kein Öl rausfließt und gar nichts. Ja. Also da musst du rundherum, Minimum, ich würde jetzt mal sagen, 5 bis 6 Meter rundherum musst du da garantiert mal alles wegschmeißen, also da kommt es dann auch nicht drauf an, ob du da mit Pflegebereifung reinfährst oder nicht. Meinst du? Nein, ich ja. Bück dich! Ja, mein Traktor steht vorne an der Straße. Scheiße! Ach nein! Wer ist da? Oh, ja gut, dann steht der Bayer eh schon vor der Tür, oder? Wahrscheinlich. Der wird direkt gepetzt haben. Nein. Bin unterwegs, Chef. Ja, schnell, beeil dich. Ja. Fritzel? Ja, moin. Alles okay bei euch? Ja, wir verstecken uns nur. Aber der Harry hat uns gesehen. Ihr versteckt euch. Ja, Fritzel hätte lieber keine Polizei geholt. Hi, Moment! Oh, was ist denn hier los? Nix, hier ist nix! Erste Hilfe leisten, hier! Das darf doch nicht wahr sein! Mein Gott, was ist hier passiert? Geht's dir gut? Yes, ja! Brauchst du Hilfe? Ja, alles gut, ist nichts passiert! Hör dich nur erstmal nieder! Alle, Harry, Ole, jetzt komm schnell! Alles gut! Komm hier zur Seite! Na, wir müssen erstmal, ich mach mal der Straße der Weile zu, dass wir auf der Rettungskräfte. Ich hab Lebendtiere, ich muss erstmal weiter. Ja, mach das. Passt. Harry, du brauchst nicht absperren, die Straße ist nicht betroffen. Und Verletzte gibt's auch keine, also. Hier ist gar nichts. Moment, das ist ja mein Feld!
Was ist hier los? Also da müssen wir ja schon in Ordnung tragen. Hier ist nichts passiert, Leute. Ey, läuft hier was aus? Nee. Hier ist alles gut. Raimund, könntest du wenigstens deinen Ich muss die Kühe abladen. Harry, komm jetzt, das ist wieder okay, ein LKW. Also, die haben das bestimmt im Griff. Komm, auf. Nee, jetzt hört auf. Ole. Dreh das Ding jetzt um. Ja. Harry, setz dich in die Ecke. Ja, Liv, da muss man wirklich. Nein, ich hab das gesehen. Schön. Harry, ich bin die Notärztin hier auf Schwarzingen, da ist alles in Ordnung. Wir können uns in den LKW setzen und weiterfahren. Aber das ist ja Unfallfluch. Nein, nee, ist es warum? Nicht. Nein, der Unfallverursacher, der ist ja da. Ja, trotzdem, der will ja gerade abhauen. Nee. Harry. So. Oh, na gut, ich hab das, also gut, warte, ich muss das aber, ja, warte mal, ich muss das fotografieren. So. Ey, das darf doch nicht wahr sein! Oh mein Gott! Keine Fotos von einem Unfallort gemacht, von Versagen. Hallo! Die kriegt er da, Herr Bayer. Das ist DSVWAO, oder wie das da heißt. Harry, komm, ab in den LKW jetzt, komm. Immer diese Schaulustigen. Dann muss ich gleich zu meinem Bayer fahren. Das ich zeig dich an, ne? Eigentlich sollte man wissen, los? Dass man von Geschädigten ja, wegen der Gaft hier. Herr Stecher, das ist mir alles durchaus bewusst. Aber wenn das hier schon wieder verschleiert wird, außerdem hat er schon in der Null gewählt, dass sie mich die ganze Zeit volldecksen, ich glaube nicht. Hier ist doch gar nichts passiert, Harry. Ich sage dazu, Harry, es ist wirklich... Ja, Herr Stecher, hab ich irgendwie... Es ist doch überhaupt nichts passiert! Den Herr Bayer noch mal. Nee, jetzt lass den Herr Bayer noch mal da oben. Es ist doch nichts passiert! Komm, hau ihn ab, Fritzl, hier ist doch nichts. Da kommt der Bayer umsonst. Hier ist nichts. Tschüss! Fritzl, regelst du das dann mit dem Ringele? Ja, machen wir schon. Tschüss! Oh, der fuck, gib Gas! Ja, fahr vorbei, hau ab! Unglaublich. Halt die auch noch ab. Setz dich in den LKW und Es ist Liv. Und du unterstützt auch noch sowas. Na gut, wenn du mit dem Kaffee trinken warst, das geht wunder. Ist ja absolut, ja. Es ist ja unglaublich. Nee. Also, da müssen wir gleich, also Liv, da müssen wir gleich zur Gemeinde fahren. Liv, möchtest du einsteigen? Nee, ich will ein Auto kaufen, Mann. Ja, das habe ich schon bestellt. Achso. Ja, echt jetzt? Achso, ja. Liv, da willst du mal aussteigen? Ja gut, dann muss ich halt einhalten, so. Ja, war ein schönes Gespräch. Nee, fahr ruhig mit, ich hab nichts bestellt. Was ist das? Leute, jetzt geh mal raus aus meinem Funk hier. Was ist denn hier los? Bitte, ich muss das leider melden. Harry, es ist nichts passiert. Du weißt auch gar nicht, was passiert ist. Der Wagen, der stand. Ohne Witz, der stand. Ich bin ausgestiegen, weil ich mir das angucken wollte. Und der ist so einfach umgedreht. Der ist wirklich umgedreht. Es ist nichts passiert. Bitte, der BMW landet nicht einfach so auf dem Kopf, weil er müde ist. Ich weiß nicht, was passiert ist, Harry. Das kann doch mal passieren. Vielleicht war der Weizen warm und hat irgendwie Luft nach oben gedrückt. Ich weiß es nicht. Ja. Oh, warte, Chef ist hier. Ich muss das erste Mal, warte. Warum hängt der sich denn schon wieder rein wie so ein Tausender? Fritzl, da ist was, ja, was muss Chef, der denn immer Fritzl, hier, Harry? Harry, jetzt lass ruhig die Polizei rufen, da ist ja nichts mehr. Ich musste was erklären. Fritzl, der hat ja gerade Unfall Harry. Gemacht. Da ist mit dem BMW hier beim Raimund aufs Feld. Raimund hat das gesehen und der hat Unfallflucht begangen. Jetzt seid doch nicht irgendwie so Tauchsieder. Aber der ist einfach abgehauen, Chef. Da ist doch gar kein Unfall. Da ist doch, Ole, da ist nichts passiert. Nee, da ist gar kein Unfall. Lass ruhig die Polizei rufen, da ist doch kein Mensch. Straße putzen? Ja, der beseitigt gerade alle Spuren. Echt? Ja. Das ist ja unglaublich. Komm, oder ja. Was? Ich fahr runter, komm, wir fahren zu BGA. Eine Organisation? Genau, wir fahren zu BGA. Natürlich. Wir haben alle gesagt, nee. Na gut, Liv, na ja gut, ich sag auch nee. Was, Liv sagt auch nee? Ja, nee, die wollen ja mit Fritzl essen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da heute Abend 20 Uhr im Livestream. Kuss geht raus an euch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.